Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Assassin's Creed Valhalla und wir machen hier die Schnellreise nach Hause, denn wir müssen Ranfi Bericht erstatten und dann wahrscheinlich direkt zum nächsten Bündnis aufbrechen. Da gucken wir mal, was uns erwartet, ehrlich gesagt, denn die Bündnisse werden jetzt auch nicht unbedingt mehr, meistens. Vielleicht haben wir jetzt sogar nur noch zwei Bündnisse. Vielleicht ist das dann das letzte, weil das eine in East Saxe war, glaube ich. Müssen wir ja nicht machen. Ich sollte mit Heitam sprechen. Ja, theoretisch können wir auch Heitam kurz reden, weil wir wieder viele, viele Dinge haben. Ich bin dankbar, dass Basim zurück ist. Es gibt noch so vieles, das ich von ihm lernen möchte. Jovorvik ist nun vom Einfluss des Ordens befreit. Überwältigende Arbeit, wie immer. Danke für alles, was du getan hast. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Ah, gut. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger. Oh, nee. War easy peasy. Dankbarkeit sollst du dies haben. Sehr gut. Oh, eine neue Fähigkeit. Gibt es noch mehr zu tun? Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. So. Basim ist zurück. Weiß nicht, ob das unbedingt eine geile Nachricht ist, ehrlich gesagt. Wir gucken mal kurz Fertigkeiten. Kein Herz hier irgendwo, ne? Eieiei, die gönnen auch gar nicht. Machen wir mal hier weiter, denke ich. Achso, wir haben ja nur zwei. Ich dachte gerade, hä? Warum geht's nicht weiter? Aber wir haben ja nur zwei. So, hier plündern wir mal noch den Busch. Ich habe in Jovorvik den Orden der Ältesten mit Jovinas und Chyrs Hilfe ausgelöscht. Und sollten wir sie je brauchen, werden sie da sein. Du erfüllst diese Aufgabe gut, Eivor. Wirst du bald zu den Verborgenen gehören? Ich bezweifle es. Prügeleien in Seitengassen bringen wenig Ruhm. Ist da ein neues Bündnis oder war das das alte jetzt? Da ist ein neues. Ah, Freunde. Gerade ein Bündnis fertig, direkt das nächste, ne? Jedes Mal. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. ...250 brauchen wir. Was erwartet mich in Jovorvik, Shir? Halfdan Ragnarsson, Eroberer des Nordens, schickt Grüße. Er wünscht sich, mit Eivor Wolfsmal persönlich zu treffen. Ja, dann ja, let's go! Halfdan. Ich habe seinen Namen so oft gehört. Es scheint mir, wir kennen uns bereits. Er ist in einen Krieg mit den Pikten der nördlichen Hügel verwickelt. Ich vermute, er will deinen Rat. Oder deine Axt. Wenn du ihn treffen willst, so bittet er dich, in sein Kriegslager zu kommen. Es befindet sich hier. Ja, dann machen wir das doch. Krieg im Norden. Auf. Gib Acht, Eivor. Jovorvik Shir befindet sich im Krieg mit den Pikten, einem stolzen Clan, der jenseits des römischen Walls lebt. So. Mit Ober sprechen wir nicht, auch wenn das in der Nähe ist. Wir machen eine Schnellreise wahrscheinlich. Wo müssen wir hin? Hier. Dann machen wir hier die Schnellreise und laufen dann rüber, ne? Easy peasy. Easy peasy. Eieieiei. Also reiten wir rüber. Wir laufen natürlich nicht, ne? Weil Füße tun schon weh. Hm. Ah, hier sind Pfeile. Die nehmen wir noch kurz mit. Und dann geht's ab. Na, ich dachte, das wären Bäume, die man. Büsche, die man essen kann. Leider nein, leider gar nicht. Ganz schön viele Füchse hier. Da werde ich aber Fox Devils Wild.
John Chester ist hier. Hier im Norden ist auf jeden Fall auch mehr Schnee als bei uns. Wir haben ja eher so momentan grün. Nur während des Julfest war dann nicht grün. Oh, das war ein Vogel oder so. Keine Ahnung. Dieses Gebiet ist verflucht. Finde und beseitige die Ursache. Nee, danke. Ah, come on. Erstmal hier durchkämpfen, ne? Ah, ganz schön unangenehme Gelände hier vom Wetter und so. Zeichen einer Schlacht. Auf beiden Seiten unerbittlich gekämpft. Soll also da hoch? Vielleicht soll ich doch nicht hier hoch. Sühnen, leite mich. Hier hinten hin. Die Schlacht erklomm die Hügel. Aber wenn ich hier fertig bin, habe ich auf jeden Fall genug Pfeile und so. Warum ist hier das Spiel schwarz-weiß überhaupt? Tor verleiht mir Kraft. Oh, hier sind noch Leben. Wer ist das? Geht es allen gut? Hilft den Verwundeten und holt jeden Namen ein. Wir lassen niemanden zurück. Sei gegrüßt, Eivor Rabenschwinge. Er kennt das mich. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Faravid, wir trafen uns in Jofurvik. Beim Das Julfest, Blutbad. Ich erinnere mich. Was führt dich hierher? Jarl Halfdan. Er rief mich. Ist er in der Nähe? Nicht mehr. Der Kampf mit den Pikten war hart. Wir wurden getrennt. Neuer Angriff von den Hügeln. Geht herum! Seid auf der Hut! Pikten. Sie werden sich nicht freuen, mich zu sehen. Blut! Zurück, du Feigling! Du rennst wie eine Kuh! Hier greifen wir schon an. Alle!
Da sind schon wieder neu. Was macht er? Ich habe gerade das Ding gefunden. Oh. Ich habe gerade Essen gefunden. Genau in dem Moment. Ich wollte noch hart drücken, aber es ging nicht. Es ging einfach nicht. Was schickt mir meine Schwester für eine Sprachnachricht? Wollt ihr mithören? Moment, ich höre kurz ab. Nichts Wichtiges. Sie hat Feierabend, sie fährt noch nach Stele zur Post. Und geht eventuell noch spazieren. Da interessiert mich alles gerade nicht. So. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ja, die ist das Ananas. Neuer Angriff von den Hügeln. Geht herum! Seid auf der Hut! Pikten. Sie werden sich nicht freuen, mich zu sehen. Den haben wir erledigt. Ja.
Achso, das sind Befreundete. Fuck. So, jetzt haben wir es aber hinbekommen. Eieiei, ne? Was eine Geburt. Bist du verletzt? Ich überlebe. Eieiei, was passiert jetzt? Oh nein, noch mehr. Wenn wir heute sterben, trinken wir am Abend mit Odin. Egal wie, wir werden siegreich sein. Für Thor! Ah, Halfdan kommt. Perfekt. Gutes Timing. Gutes Timing. Du verdankst mir dein Leben, alter Freund. Wieder einmal. Halfdan Ragnarsson, dass wir uns auf dem Schlachtfeld begegnen, ist sicher ein gutes Zeichen. Ich kenne dich nicht. Bist du ein neuer Hund, Farrawitz? Ich bin fast. Eivor vom Rabenclan. Eivor, ja. Dir verdanken Könige ihre Krone. Mit Hilfe meiner Brüder Ivar und Oba in Mercia. Und mit Finn in East Anglia. Die Geschichten ließen mich fürchten, du wärst größer. Diese Angst hast du nicht oft, vermute ich. Du bist meinem Ruf also gefolgt. Doch der Zeitpunkt ist schlecht, wie du siehst. Zu viele hier sind ausgelaugt, kampfgeschunden, durstig. Farrawit, lass deine Männer Scheiterhaufen für die Toten aufschichten. Sofort, mein Jarl. Nicht hier, nicht jetzt. Okay. Dann nach Doncaster zum Siegesmahl! Der älteste Sohn von Ragnar Lodbrok, so sagt er. Was hältst du von ihm? Was ich denke, tut nichts zur Sache. Mich interessiert, was seine Männer von ihm denken. Ist er ehrlich, vertrauenswürdig, treu? Bist du deswegen hier? Um Halfdans Vertrauen zu gewinnen? Platz an seinem Tisch zu finden? Ich habe meinen eigenen Tisch. Was ich will, ist ein Band der Freundschaft zwischen den neuen Herren Englerlands. Zu denen du dich auch zählst, vermute ich. Ich suche einen Verbündeten, keinen Herrn. Nun, es gibt nur einen Herrn von Northumbre. Okay. Die Worte Halfdans sind gestartet. Ihr habt den Jarl gehört. Holt euch die Werkzeuge und fangt an. Jetzt haben wir erstmal hier runter. Und dann geht's auch schon relativ schnell zu ihm, glaube ich. Komm, da können wir auch springen. Dachte ich. War dann doch ein bisschen weiter als gedacht. Aber okay. Hier können wir das Pferd nehmen. Let's go. Also, Pferd in Anführungsstrichen. Ich habe einen Wolf. Und dann sind wir gleich auch schon da. Mit so einem Reittier geht es deutlich schneller. Die römischen Giganten haben sich mit dieser Feste selbst übertroffen. Oh, geht so. So groß ist sie gar nicht. Wo würde Jarl Halfdan Hof halten? Her! Diese Pikten sind ein verschlagenes Pack. Meister der Hinterlist. Ich muss sehen, was du siehst. Irgendwo da drin ist er wahrscheinlich. Der Weg ist versperrt! Lady Moira, meine Frau ist krank.
Ich werde bald zu ihr kommen. Wir schaffen sie im Frühling, nicht eher. Das ist der Plan. Aber mein Volk leidet jeden Tag. Dein Volk? Ah, Rixide ist auch, dieser Krieg muss enden. Das ist mir das Wichtigste. Der Zeitpunkt zum Angriff ist... wenn ich es sage. Halfdans Hammer beschützt diese Lande. Sag das meinem Volk, König Rixige. Wie du wünschst, mein Herr. Er ist König und hat jemand über sich stehen? Was ist das für ein König? Wer ist das? Komm näher. Halfdan Ragnarsson, mein Schwertarm folgt deinem Ruf. Ich danke dir für deinen Tribut, Eivor Wolfsmal. Deine Schlachten und Taten sind mir wohl bekannt. Mhm. Mir auch. Und du bist die Heldin von Jofarvik, so singen es meine Skalden. Nicht irgendeine Heldin. Eivor brachte Ordnung in die Stadt, als König Rixige es nicht konnte. Man sagt, du hättest eine Bande von Dieben und Verrätern ausgerottet. Ja. Nicht allein, aber ich führte den Schlag. Du gabst mein Silber den einfachen Leuten in Jofarvik. Den Männern und Frauen, die es am meisten brauchten. Eine törichte Wahl. Das Geld verließ nie König Rixiges Schatzkammer. Ich versuche, meine Entscheidungen in Zeiten des Krieges nicht zu bereuen. Wohl wahr. An uns zu zweifeln, würde den Sieg nur verzögern. Mhm. Ich bereue es nicht, Faravid mit dem Schlag gegen die Pikten betraut zu haben, auch wenn Eivor den Sieg brachte. Eivor und ich strecken sie nieder, Jarl Halfdan, damit du anrauschen, in ein paar kalten Leichen herumstochern und den Ruhm einheimsen konntest. Alter Freund, wie Odins Speer verfehlen auch deine Scherze nie ihr Ziel. Ohne deinen Hammer wäre ich nicht hier, großer Jarl. Bitte nimm dies an. Dein Anteil der heutigen Beute. Jetzt kommt's. Wunderschön. Fränkisch, würde ich sagen. Was meinst du? Oh, die Franken. Weinkelche sind für römische Bücklinge. Ich nehme lieber ein Horn voll Met. Ein Quell der Weisheit, Faravid. Mit deiner Erlaubnis, Herr, ich muss zurück ins Kriegslager. Es ist ein langer, kalter Ritt. Okay, okay. Ein doppelzüngiger, grinsender Rubenjäger. Herr, als du mich riefst, da sagtest... Psst, nicht hier, nicht jetzt. Tanze, singe und fülle dich mit Ale. Danach treffen wir uns oben auf diesem Turm aus Stein. Dort werde ich eine Geschichte von Freundschaft und Verrat für dich weben. Eine Geschichte so alt wie Welt. Mhm. Oben im Steinturm. Das ist Holz, oder? Aber Faravid ist der, der da draußen kämpft. Ah, das könnte auch Stein sein. Wir oben auf den. Ah, der ist auf dem Weg. Ah, Pfeile. Pfeile schaden nie. Von Rottweiler hier am Start. Hallo? Wie geht's jetzt? Eivor, komm, lass mich dir ein Wunder zeigen. So,
Ja, schon ein guter Ausblick da oben. All das haben wir erobert. Er und ich. Gemeinsam. Du hast großes Ansehen, hast viele Schlachten in ganz Englerland gewonnen. Doch nicht allein. Nein, nein. Björn Eisenseite, der furchtlose Ober. Ivar, der Knochenlose. Sigurd, Schlangenauge. Alles große Krieger, meine Brüder. Mhm. Gold ist gut und Schlachten besser, doch Ehre stirbt niemals. In den Hallen der Helden lebt ewig sie fort auf dem Rücken des Wagemuts. Zusammen eroberten wir, zusammen mit meinen Freunden, meinem Clan, Faravid allen voran. Ein Schwert macht noch kein Heer, Eivor. Selbst ein Held braucht treue Freunde, das habe ich nie aus den Augen verloren, niemals. Deswegen habe ich ja auch 35 Verbündete gefühlt. Hast du Platz für einen weiteren unter denen, die du Freunde nennst? Was bedeutet dir Freundschaft, Eivor? Oh Gott. Freundschaft lässt sich nicht in Worte fassen. Sie ist ein heiliges Band, eine unzerstörbare Kette. Die Worte einer Seherin. Es ist wahrlich eine Art Magie. Du windest dich wie ein Aal in einem Korb, Halfdan. Wer hat dich gefangen? Freundschaft kann verderben, wie gammliges Fleisch. Oh nein. Nach all den Jahren wagte er es, meine Hand zu beißen. Faravid? Er scheint mir ein guter und treuer Mann zu sein. Scheint, ja. So wie ein strahlender Himmel im Winter warm scheint. Aber es gibt Gerüchte über kleine Männer, die im Dunkeln Verrat planen. Hast du einen Beweis für seine Schuld? Noch nicht. Hier wirst du Teil meiner Saga. Finde heraus, ob Faravid sich gegen mich gewendet hat. Dann sprechen wir aber von wie? Schwüren. Wo soll ich beginnen? Gib mir einen Anhaltspunkt. Sieh dir das an, von einem Meereseinhorn. Ich seihe meinen Met und Wein damit. Ich habe von solchen Tieren gehört. Sie schwimmen unter dem Eis, jenseits der Grenzen der Welt. Und ihre Hörner schützen vor Gift. Glaubst du etwa, dass Faravid dich vergiften will? Ich fürchte, er hat es versucht. Zahllose Male. Und immer erfolglos. Du glaubst mir nicht, aber ich kenne ihn. Seine Weingeschenke, sein offenes Lächeln, sein Neid, seine Ränke. Mhm. Finde die Wahrheit, grabe bringe seinen Verrat ans Licht. Warum betraust du mich mit dieser Aufgabe? Jofavik, du hast den Machenschaften von Audern und seinem Ratten hier ein Ende gesetzt. Das schaffst du hier auch. Okay, okay. Wie ein gutes Schwert hat auch die Ehre zwei Schneiden. Ich helfe dir. Faravid ist auf dem Weg zu seinem Lagerfluss aufwärts. Schließ dich seinem Kriegstrupp an und suche so, dass er nichts merkt. Und wenn ich nichts finde? Wenn er ein guter und treuer Mann ist? Das wäre besser, viel besser. Nun gut, ich finde, was ich finde und kehre dann zurück, mein Freund. Okay, okay. Lass dich von Freunde nicht täuschen. Er verheimlicht etwas. Die Quest habe ich abgeschlossen. Ich würde sagen, gibt es hier irgendwo so ein Ding? Ich guck mal kurz was. Ah, hier hinten ist es okay. Ja, dann ist es erstmal egal. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein.